musstest zugeben, das war ziemlich heldenhaft. Hurra, mein Kleiner! Genau, jetzt hast du es allen gezeigt! Ah, das hättest du zu weh! Ah. Wow, sieh mal einer an. Willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Herkules. Ja. Und zwar habe ich das jetzt so gelöst. Und zwar habe ich das jetzt so gelöst, dass ich mir einen Code geholt habe. Ich schau dir in die Augen, Medusa. Ich sollte vielleicht den Ton hier in meinem Zimmer ein bisschen leiser machen. Und zwar habe ich das irgendwann, dass ich meinen Code geholt habe. Für die Hydra. Hab dann irgendwie gerade nochmal die Hydra besiegt. Hab übrigens auch eine andere Playstation angeschlossen, weil die von gestern, die wollte irgendwie dann gar nicht mehr. Also sie hat das Spiel nicht geladen. Und die, die ich jetzt angeschlossen habe, die wollte auch nicht, bis ich sie auf den Kopf gelegt habe. Da hat es funktioniert. Und dann habt ihr eben, wenn ich es nicht vernünftig hingeschnitten habe, habt ihr mitbekommen, dass die Sequenz geruckelt hat. Denn ich habe die Playstation dann hochkant hingestellt. Also so schräg hochkant. Weil ich glaube, das ist die Playstation, die am besten so schräg hochkant läuft. Weil ich habe 4 Stück und ich hatte die immer alle beschriftet, aber irgendwie sind die Zettel abgegangen. Ja. Und da habe ich jetzt in der Sequenz nochmal vernünftig gerichtet, sodass die Sequenzen flüssig laufen, weil sonst sind die so abgehackt. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass sie so steht, dass sie auch nachher die Sequenzen vernünftig abspielen kann. Aber wir machen jetzt hier mal weiter. Zieh dich. Okay, das haben wir noch einigermaßen gut hingekriegt. Mach mal hier das Ding weg, bitte. Dankeschön. Weil dann bin ich nämlich geblendet von ihrem eigenen Zauberstrahl da. Zauberstrahl vor allem, von ihrem Medusa-Gedöns. Oh ne, das mag ich nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie ein Muster gibt, wie die Sachen hier runterkommen. Ich möchte gerne wieder zurück. So. Das kannst du mich gerne nochmal angreifen. Ah, hier ist auch noch eins. Dann machen wir das erst kaputt. Und tschüss. Normalerweise hört man die ganz gut, nur ich habe das hier ein bisschen leise eingestellt, deswegen springe ich meistens ein bisschen zu früh, aber ich krieg's dann doch noch hin. So. Da fehlt ja nicht mehr viel. Wenn ihr das gerade gehört habt, das war eine Sequenz des Zyklopen. Warum die gerade auch immer erschienen ist. Ich find's lustig. Gerne öfter. Ich mag das, wenn ein Spiel irgendwie so abspackt. So, das letzte Mal. So, wunderbar. Da wird sie dann zu Stein. Schlaf gut, du Albtraum. Yay! Medusa ist tot. So, jetzt hoffe ich mal, dass die nächste Sequenz, falls eine kommt, weil es wieder so ein Boss war, dass die normal ist. Ach, doch, so viele Münzen. Ich habe gedacht, wir hätten nicht so viele. Ich glaube, Phasen haben wir, glaube ich, gar keine eingesammelt. Lass
sie frei! Nun zum Geschäft. Du verzichtest 24 Stunden lang auf deine Kraft, okay? Sagen wir die nächsten 24 Stunden. Und die kleine Maggie ist frei wie ein Vogel. Wir tanzen, saufen und feiern, bis wir umfallen. Hey, man lebt nur einmal, was meinst du? Abgemacht! Ja! Gebombt! Freunde! Titanen! Oh, wie elend ist euer Verlies! Und wer ist daran schuld? Da ich euch nun befreit habe, werdet ihr was als erstes tun? Zeit zerstören! Genau. Herkules wird uns retten! Ah! Herkules! Komm raus! Zeig dich! Du hast nicht die Kraft! Du wirst sterben! Es gibt Schlimmeres, Meg. Kommt jetzt der Zyklop? Ja. Kampf dem Zyklopen. Ach ja. Das ist ein lustiges Level. Ich dachte, jetzt käme schon der Pegasus-Flug, aber ich glaube, der kommt danach. Weil der hat jetzt hier die Putzis rausgelassen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Auf jeden Fall gibt es hier ganz viele Leute, die hier rumrennen, die uns kaputt machen. Also alles, was eigentlich uns entgegenkommt, macht uns kaputt. Und der Kram macht uns auch kaputt. Warum haben wir denn 6 Leben hier? Hier gibt es ja Buchstaben, das ist schön. Zeig dich! Ja, der schmeißt halt mit irgendeiner Scheiße da rum. Na, das andere wäre... Was? Da war nichts. Es ging irgendwie gegen Luft gelaufen oder so. Ja, auf jeden Fall gibt es hier eine Stelle, wo ich damals immer dran versagt habe. Wo mir dann meine Mutter immer helfen musste. Weil meine Mutter hat das auch ganz gerne gespielt. Mein Vater war eher so Golf und Gran Turismo-Fan. Also mehr so simulationsmäßig. Und meine Mutti hat mit mir ganz gerne hier so Oddworld gespielt und Crash und Spyro und halt auch Herkules, ne? So, Energie wäre ganz schön. Dankeschön. Das sind auf jeden Fall die ganzen Leute, die wir vorhin in der Stadt in Theben. Habe ich übrigens schön bearbeitet, das Video, ne? Hätte man eigentlich auch drauf kommen können, dass Theben, ich meine, das hieß Theben, dass das eine altgriechische Stadt ist. Was? Magen! Oh, hier kommt das, glaube ich. Sehr schön. Auf jeden Fall diese Stelle, die ich meine, die fällt dadurch auf, dass keine Leute einem entgegenkommen. Und ich glaube, das sind auch keine Münzen. Jetzt konnte ich wegen dem das nicht einsammeln, aber ich habe eh volle Energie, von daher. Tja, ich sehe dich, du siehst mich nicht. Aber mit einem Auge ist auch schlecht, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da durchkommt. Ja, einfach alles kaputt macht, der Fette. Ach, das R haben wir verpasst. Okay, hier kommt das. Und hier dran bin ich damals immer gescheitert. Frag mich bitte nicht, warum. nee, da will ich nicht lang. Lass mich alle in Ruhe. So,
Zeit! Irgendwas mit Maden. Ja, ja, ja. Dann nehmen wir das hier oben halt mit. Direkt nach rechts. Ja, wie gesagt, die ganzen Leute tun uns weh. Boah, extrem nice drüber gesprungen, aber dann hat uns so eine Person mitgenommen. Jetzt kommt sie, glaube ich, wieder so eine Stelle. Nee, doch nicht. Aber es müsste irgendwann nochmal so eine kommen. Kann nicht sein, dass hier nur eine war. So war. Weil da ist man direkt tot. Wenn man da reinfällt. Ugh. Ah, da ist noch eins. Ein Herkulade. Gerne nehme ich das mit. Was? Warum können wir denn damit keine Menschen tot machen? Das ist doch total sinnlos. Nein, das E will ich jetzt auch nicht. Fuck, Alter. Nein! Naja. Haben wir nur 6 Leben. Passt schon. Ihr lauft hier alle ganz komisch lang, Leute. Das ist... finde ich nicht gut. Ach, da war eine Ziege. Das habe ich nicht gesehen. Er schmeißt mit seinem Kram da rum. Voll in die Fresse. Nee, ja, das würde ich schnell haben. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Weg. Ich mag die Nacke Dice nicht. Frag mich bitte nicht warum. Oh. Ey, das hat mich überhaupt nicht berührt. Ah. Jump, jump. Haben wir so wieder hingekriegt und wieder eine Vase. Oder war das ein... Nee, das war ein Leben. Diese verzierten Dinger sind... Die verzierten Vasen sind Leben, so wie das aussieht. Ich habe mich gerade am Kopf gekratzt. Ach, gerne... Ach, da vorne ist schon das Ende. Treppe hoch und dann sind wir schon da. Wir müssen die noch nicht mal bekämpfen. Oder kommt jetzt eine Sequenz? Müssen wir eigentlich nicht so viele haben, ne? Ja, 95%. Helge Nummer 96, zielen! Schwächling. Also die verzierten Vasen sind... Ich weiß den Kopf ab! Er hat versprochen, dass mir nichts passiert. Noch kannst du Hades aufhalten. Es wird alles wieder gut. Ich verspreche es dir. Und das Pferdegeräusch. Nee, aber die verzierten Vasen sind Leben. Und wir haben jetzt wahrscheinlich den Pegasus Ride. Der Flug der Titanen. Titan, das war eben das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Dann war dann einmal Gaia und die anderen weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die anderen überhaupt einen Namen haben. Gaia ist ja so der Erden-Titan. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt hier so rumfliegen. Hui,
und so können wir mit unserem Schwert schlagen, also so wie immer eigentlich. Und dürfen dann jetzt gleich Gegners töten. Ich fand dieses Level eigentlich immer ganz cool. Oh, Feuerschwert nehmen wir gerne mit. Herkulade auch und ein Dingsschwert. Fick dich doch. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh, die nehmen wir noch mit.